Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen Christiane, guten Morgen Ingeborg. Hi Stefanie und Santo. Guten Morgen nach Hamburg zu Hannelore, nach Paderborn zu Ulla. Hallo Pia, Thorsten, nach Worms, hallo. Schön dich zu sehen. Regina, Elke und Elke. Schön euch mal zusammen zu sehen. Peter, hallo nach Berlin. Antonia, schön dich wieder willkommen zu heißen und Susanne. Guten Morgen, ihr Lieben. Okay. Okay, dies ist einfach nur eine Erinnerung. Eine gegenwärtige Erinnerung. Danke, Peter. Eine gegenwärtige Erinnerung an deine wahre Natur, an dein wahres Sein, an dein wahres Selbst. Und wir reden über einen Kurs in Wundern, und das bedarf einer neuen Betrachtungsweise, was ein Kurs in Wundern ist. Also ein Kurs in Wundern ist nicht das, was du schon kennst. Ein Kurs in Wundern ist keine Gehirnakrobatik. Ein Kurs in Wundern ist kein dickes Buch. Ein Kurs im Wundern ist neu. Ein Kurs im Wundern ist neu. Und neu im Sinne von deiner gegenwärtigen Erfahrung. Es ist frisch. Ein Kurs im Wundern ist frisch. Es ist kein dickes Buch, was irgendwann mal verstaubt. Ja, sieht ja erstmal so aus. Im Greuthof Verlag erschienen, genau. Und es ist garantiert kein Kurs, der möchte oder der darauf abzielt, dass du dich schlecht fühlst oder begrenzt. Jetzt gehen wir aber zu weit. Was ist ein Kurs im Wundern außer die Gegenwart? Was ist ein Kurs und in diesem Sinne eine offene Gegenwart? Gegenwart ist offen. Ein Kurs im Wundern muss davon sprechen, was du bist. Und damit muss es von Liebe sprechen. Damit muss es von deiner völlig gewaltlosen Natur, von deiner vollkommenen aggressionslosen Natur, von deinem vollständigen, vollkommenen Sein sprechen, dass du in alle Zeit bist. Und ich möchte gar nicht sagen, dass du jetzt bist, weil es bedeutet, weil es implizieren könnte, dass du es zu anderen Zeiten nicht bist. Aber du bist es in alle Zeit. Du bist in alle Zeit diese liebende Natur. Du bist in alle Zeit die gewaltfreie, aggressionslose Natur, als die du erschaffen wurdest. Du bist in alle Zeit eine vollständige, vollkommene, erschaffene Natur, Substanz, Sein, Liebe, nenn es wie du willst. Und wenn wir von einer gegenwärtigen Erinnerung sprechen, wenn wir von einer gegenwärtigen Hilfestellung sprechen, und das ist dieser Augenblick erst eine Hilfestellung, um dich zu erinnern, wer du bist, dann ist es eine Hilfestellung, dir
die Erlaubnis zu geben, dass du dir selber die Erlaubnis gibst und wieder einräumst, zu lieben. Ohne zu wissen, was es ist. Ohne zu wissen, was. Danke, guten Morgen, Gabriela. Oder Harry. Ohne zu wissen, was Liebe ist, sondern einfach deinem innersten Bedürfnis zu folgen und dieser Liebe einen gegenwärtigen Ausdruck zu geben und das hier, diesen Ausdruck sein zu lassen, einfach das hier zu nehmen, weil das gerade in deinem Gewahrsein ist. Okay, ich nehme das. Ich will nicht noch einmal eine künstliche Distanz bauen und darauf warten, dass es eine andere Form ist, noch eine andere Brücke schlagen vom Jetzt in eine zukünftige Liebe oder eine vielleicht Liebe, sondern das hier muss genügen, das hier muss genügen, weil Vollständigkeit vollständig ist. Okay, Vollständigkeit genügt. Vollkommenheit genügt. Du brauchst nicht mehr als vollkommen zu sein. Okay, dich sein zu lassen, wie du bist. Also wenn wir über einen Kurs im Wundern reden, reden wir über das Wort, das dir gegeben wurde. Wir reden über das Wort, was in dir von dir selber spricht. Wir reden über das Wort Gottes, was in dich gelegt ist und als dass du erschaffen wurdest. Also kommen wir in einen Augenblick, kommen wir in eine gegenwärtige Erinnerung und eine gegenwärtige Kommunikation, liebevolle Erinnerung, liebevolle Wiederholung, in der wir uns sagen können, Bruder, Schwester, was auch immer du gerade erfährst, was auch immer gerade dein gegenwärtiger Erfahrungszustand ist, wie viel oder wie wenig auch immer du das Licht und die Liebe in deinem Gewahrsein bereits wieder zugelassen hast, geh einfach davon aus, dass sehr viel mehr da ist und nehme auf dieses sehr viel mehr Anspruch, erhebe auf das sehr viel mehr Anspruch, und überrumple deine gegenwärtige Referenz von Licht und Liebe mit dem sehr viel mehr an Liebe. Überrumple es einfach. Okay, versuch nicht schrittweise aus der Kleinheit zu kommen. Versuch nicht einen Schritt zu machen in Richtung Liebe, indem du ab mit deiner vorherigen Referenz von Liebe einen Abgleich schaffst. Okay. Jetzt liebe ich so viel, ja, ich habe dieses kleine Ausmaß an Liebe, ich habe dieses kleine Ausmaß an Licht und relativ dazu mache ich jetzt einen Schritt. Ja, kein Wunder, dass es frustrierend wird, kein Wunder, dass es nicht reicht, ja, kein Wunder, dass wir nicht ankommen, wenn wir so herangehen. Nein, da ist Gott, da bist du. Du als Gott, du als vollkommen erschaffenes Wesen in seiner Einheit, in seiner Quelle, als du selber, mache diesen Schritt, benutze Gott als Referenz, nicht deine kleine Liebe, nicht dein kleines Licht. Ja, das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern, bis du endlich den Überfluss, den du in dir trägst, erfahren kannst, bis du endlich das selbst akzeptieren kannst, dass du jetzt bist. Also nimm Gott als Referenz, nimm das Universum als Referenz, nimm dein Sein, nimm diesen vollständigen Augenblick als Referenz, nimm den Augenblick als Referenz, denn der Augenblick ist nicht begrenzt. Das ist eine gute Referenz. Okay, nimm das hier. Nimm das hier als Referenz. Okay, wow, das ist ja dann anders, als ich dachte. Ja, genauso sieht's aus. Es ist dann anders, als du dachtest. Es ist dann anders, als du für dich herleiten konntest. Aber es wirst du sein. Der Überfluss. Es wird einfach der Überfluss sein, der dir gegeben ist. Du bist nun mal Überfluss. Du bist nun mal die Vollkommenheit.
Auch wenn du versuchst, kleine Schritte aus der Kleinheit zu machen, wirst du immer noch vollkommen sein. Aber die kleinen Schritte sind nicht notwendig. Wenn es kleine Schritte sind, okay, lass es kleine Schritte sein. Wir brauchen Momente, wo wir kleine Schritte machen. Und sie sind vollkommen, guten Morgen, Bärbel, sie sind vollkommen, sie sind vollkommen angebracht. Aber nicht, um bei den kleinen Schritten zu bleiben, sondern zu akzeptieren, hey, Moment mal, es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwas anderes bin außer Überfluss. Es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendetwas anderes bin als vollkommene Liebe. Es ergibt ja gar keinen Sinn, außer dass ich mich die vollkommene Schöpfung sein lasse, als die ich erschaffen wurde, als die du erschaffen wurdest. Okay. Ergibt das Sinn? Ist das eine Idee, die wir zulassen können in dem Erwachen unseres Geistes? Ist es eine neue Referenz, die wir verwenden können, um zu sagen, ja, ich bin, wie Gott mich schuf. Ja. Gott hat mich als Liebe erschaffen. Gott ist Liebe und er hat mich als sich selbst erschaffen. Okay. Das sind ja nicht nur Sprüche. Das sind ja nicht nur schöne Ideen, sondern es sind Ideen, die dich darauf hinweisen, wer du bist. Und dich darauf hinweisen, was du nicht bist. Du bist nicht der Mangel an Liebe, du bist nicht der Mangel an irgendetwas, du bist nicht bedroht, du bist nicht irgendetwas, was krank sein kann. sondern Jesus kommt und überrumpelt dich direkt, ja? Das Übungsbuch fängt komplett damit an, dass er dich überrumpelt und sagt, ey, das, was so wie du wahrnimmst, ist bedeutungslos. Du verstehst nichts von dem, was du siehst. Und jetzt überrumpelt er dich mit der Idee deiner Freiheit und überrumpelt dich mit deiner Idee deines Überflusses. Überrumpelt dich mit der Idee des wahrhaft Erschaffenen, mit dir. Okay, mit dir in allen Dingen, mit Gott in allen Dingen, mit Allgegenwart, mit Allpräsenz, mit Allmacht. Okay, wir haben uns lange beigebracht, dass unser freier Wille reduziert ist auf Angst oder Liebe. Okay, und das stimmt. Es ist darauf reduziert. Aber innerhalb den jeweiligen Referenzen, innerhalb der Angst, hast du ein buntes Potpourri an Dingen, die du in deinem Albtraum träumen kannst. Genauso wie du in der Wahl der Liebe ein buntes Potpourri an wahrer Schöpfung hast. Wenn du dich für Liebe entscheidest, bist du in dem Denksystem, in einem göttlichen Denksystem. Und darin ist alles möglich. Im Denksystem von Liebe ist Gott. Im Denksystem von Liebe ist Allmacht, ist alles möglich. Okay? Also es ist keine Entscheidung, es ist keine kleine Entscheidung, die du triffst. Es ist keine kleine Entscheidung zwischen Angst oder Liebe, sondern es ist sowohl in der Angst ein Überfluss an Begrenzung da, ein Überfluss an Schmerzen da, ein Überfluss an Leid da, was du sehen kannst und Bedrohung. Genauso wie im Denksystem der Liebe, im Denksystem der Wahrheit, die ein unendliches Potpourri an Wahrheit zur Verfügung steht. Ein unendliches Potpourri an Inspiration. Ein unendliches Potpourri an dem Genuss deines Seins, an dem Genuss deiner unendlichen Erschaffenheit. Ja, an dem Genuss von den zeitlichen und körperlichen Dingen loslassen zu können. Und über das Bekannte hinauszugehen, dich überrumpeln zu lassen, überwältigen zu lassen, erfassen zu lassen,
von dem, was Gott als dich selbst erschaffen hat. Okay, kannst du dich das lehren? Kannst du dich das lehren, obwohl du es nicht erfährst? Sagen wir mal so, du musst dich das lehren. Du hast eine Verpflichtung, dich das zu lehren. Du hast eine Verpflichtung dir selbst und der Schöpfung gegenüber, dich das zu lehren, auch wenn du es nicht erfährst. Gerade weil du es nicht erfährst, hast du eine Verpflichtung dir selbst gegenüber, dich das zu lehren und dir das zeigen zu lassen. Okay, wir bitten nicht um zu viel, wir bitten um viel zu wenig. Okay, selbst das, wovon wir sprechen, ist ein Versuch, diese Kommunikation und diesen Anspruch wieder für dich zu akzeptieren. Den Anspruch auf alles wieder zu akzeptieren. Auf vollständigen Überfluss, auf vollständige Erfüllung, auf vollständige Freude. Wofür sonst sollten wir uns hier treffen? Ja, wir treffen uns garantiert nicht hier, um das elende Selbstbild, das wir von uns haben, das ich von mir gemacht habe, das du von dir gemacht hast, zu verbessern. Ja, es wäre sehr bedeutungslos und es wäre sehr mühsam und es wäre sehr frustrierend. Okay? Und wir alle haben das versucht. Wir alle sind diesen Weg gegangen. Wir dachten, wir müssen als das wir uns erfahren, verbessern. Aber es gibt schon das vollständige Update. Es gibt schon das vollständige Update für dein Sein, von deinem Sein, von deiner gegenwärtigen Präsenz, die mit dir nur vollständige Liebe kommunizieren möchte und dich deinem Gehaltensein in dieser vollständigen Liebe erkennen lassen möchte. Okay, also was steht im Wege? Steht überhaupt irgendetwas im Wege? Steht wirklich etwas im Wege, dich so sein zu lassen, wie du bist? Ist da wirklich etwas im Weg? Ist da wirklich die Anziehungskraft des Schmerzes? Ist da wirklich der Wunsch, diesen Frieden loszuwerden? Ist da wirklich die Anziehungskraft des Todes und ist da wirklich die Angst vor Gott? Sind das wirkliche Barrieren, wenn du deine Entscheidung getroffen hast? Gibt es eine Ausnahme vom ersten Wunderprinzip? Keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern. Okay. Alles das, was nicht Liebe ist, wird als das erkannt und wird fallen gelassen. Schau. Alles das, was ein Verstecken ist, alles das, was ein Versuch ist, deine Komfortzone festzuhalten, wird als das erkannt, was es ist. Es ist nicht wirklich ein Hindernis. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Ah, Moment, das hier ist meine Komfortzone. Das hier ist mein Versuch, mich als Selbstbild darzustellen. Das hier ist mein Versuch, die Liebe abzuwehren, die simple Wahrheit, die simple Gegenwart der Liebe abzuwehren. Ah, jetzt erkenne ich es als das, was es ist, und ich lasse es einfach fallen. Ja, das ist nicht Liebe. Ja. Es ist nicht Liebe, an der Begrenzung festzuhalten. Ja, was kann ich verlieren, wenn ich meine Sorgen und Ängste loslasse? Genau. Die Antwort ist da enthalten. Ich verliere meine Sorgen und meine Ängste. Ja, mehr ist es nicht. Und damit verliere ich das gesamte Denksystem. Damit verliere ich das gesamte Denksystem von Angst.
Aber ist das aber nicht ein bisschen gefährlich, wenn ich das Denksystem von Angst loslasse? Ja. Macht das Angst, das Denksystem von Angst loszulassen? Aber geht nicht. Wenn das Denksystem von Angst losgelassen ist, ist keine Angst da. Und es ist nichts anderes da, was dir jemals Angst gemacht hat. Ja. Okay, so lernt Antonia sich, so lehrt Antonia sich. Wie lehrst du dich? Wie lehrst du dich, dass Angst in keiner Form und in keinem Gedanken gerechtfertigt ist? Ja, was wir hier wieder akzeptieren. Ja, und ich rede ja direkt zu dir. Ich rede ja nicht theoretisch. Ich rede ja nicht zu jemand anderem. Was wir hier wieder akzeptieren, ist der Gedanke von göttlichem Überfluss, von göttlicher Kommunikation, von göttlicher Liebe. Und wir reden davon, dass du das bist. Also wenn wir wieder in Betracht ziehen, diesen Gedanken endlich wieder uns selbst sein zu lassen, reden wir davon, jeden Gedanken, der nicht davon spricht, jeden Gedanken, der von Mangel und Angst spricht, durch den Gedanken von Fülle, durch den Gedanken von Liebe, durch den Gedanken von Kommunikation und Licht ersetzen zu lassen. Ja, ich wähle das zu sehen, was ich verleugnet habe. Genau, wenn ich Angst spüre, wähle ich die Liebe. Ja, ich glaube, es braucht eine Aktion, es braucht eine tatsächliche ein Gewahrwerden dessen, welches Denksystem du jetzt unterstützt. Und ein Neuentscheiden. Okay, was steht hier wirklich im Wege? Trägheit? Es könnte einfach nur Trägheit sein. Aber was ist Trägheit? Trägheit im Geist. Was ist Trägheit im Geist? Trägheit ist Angst. Trägheit ist der Versuch, das Wenige zu beschützen, was du für dich erlangt hast. Trägheit ist das alte Denksystem. Ich glaube, wir sind, okay, das ist es. Also das war das, was im Wege stand. Der Versuch, etwas zu beschützen, was du sonst verlieren würdest. Wenn ich die Liebe zulasse, verliere ich die einzige Sicherheit, die ich hier im Traum gefunden habe. Das wenig Glück, was ich für mich anhäufen und irgendwie durch Zäune und durch Abgrenzung beschützen konnte. Ja, und jetzt gucken wir mal hin, was das eigentlich für ein Glück ist. Was ist denn dieser Schatz, den du nicht verlieren möchtest? Was ist dieser Schatz, den du vor der Liebe vorziehst? Hm. Ja, das ist eine Idee von Tod, oder? Das ist eine Idee von Leid. Ja, ist eine Idee, deine Identität in Leid und im Fehlen von Dingen oder im Fehlen von Liebe zu verankern. Ja, ist eine Identität, die bedroht ist. Okay, vor allem durch Liebe. Sie ist vor allem durch Liebe bedroht. Weil dann auffliegt, dass sie nicht real ist. Weil dann die gesamte Grundlage dieser Identität aus dem Fenster fliegt.
Also schau, wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, hey, Jungs und Mädels, wir stehen hier nackig im Augenblick und jeder von uns steht vor der gleichen Entscheidung. Ja, wir stehen vor der gleichen Entscheidung. Was soll es sein? Was erblickst du in deinem Innern? Das ist das, was du erfahren wirst. Erblickst du in deinem Innern den Mangel? Oder willst du mit dem Heiligen Geist, mit Gottes, so weit möchte ich gar nicht gehen, erblickst du mit dem Licht deines Seins einfach, indem du dich nackig machst, dass du nichts verlieren kannst. Erblickst du durch deine gegenwärtige Führung und deine gegenwärtige Vernunft, durch dein Überrumpeln des Status quo, den du dir lange beigebracht hast, dass es ja wohl nicht sein kann, dass irgendwo in dir Mangel herrscht oder irgendwo in dir ein Ort ist, an dem du irgendetwas fürchten musst? Das kann nicht sein. Okay, also da ist kein Ort, wo du besonderen Mangel oder besondere Liebe finden kannst. Da ist kein Ort, an dem du nicht du selbst bist. Da ist kein Ort in dir, in dem du nicht vollständige Kommunikation bist. Da ist kein Ort in dir, der nicht liebt, weil du Gott bist. Und was ist Gott? Vollständige Liebe. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank für die gegenwärtige Erinnerung, für die gegenwärtige Hilfe, göttliche Hilfe, um dem Himmel das Himmelreich beizubringen. Okay, dafür bist du da. Was für ein Geschenk, was für eine coole Funktion, was für eine bereichernde Funktion für jeden und alle, dass du hier bist, um dem Himmel das Himmelreich beizubringen. Ja, das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. Ja, alles ist der Himmel. Es gibt keinen anderen Ort. Okay. Also mit diesem Licht, mit dieser Idee, mit dieser Überrumpelung deines alten Denksystems, komm in diesen gegenwärtigen Augenblick und zeig dich komplett, wie du bist. Zeig dich so, wie du bist. Das, was dich daran hindert, waren deine selbstgemachten Gesetze und sie haben keine Quelle und keinen Bestand. Sie haben keine Substanz. Okay, hier bist du du. Okay. Wir brauchen gar nicht mehr wirklich zurückgehen. Wir brauchen gar nicht wirklich noch mehr klären, was diese Entscheidung ist, sondern dich darin bestätigen, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du die Entscheidung für Vollständigkeit getroffen hast, dass du die Entscheidung getroffen hast, dich sein zu lassen, wie du bist, und in dieser Entscheidung zu kommunizieren. Innerhalb dieser Entscheidung, die unendlich ist, die unendliche Implikationen hat, uns die Zeugen reflektieren zu lassen, dass es sich so verhält. Okay, das ist Licht. Das ist Liebe. Das ist Kommunikation. Und es ist vollständige Sanftheit.
die dich aus deiner Erfahrung von Begrenzung heraushebt und dir noch mehr die Erlaubnis gibt, dich tragen zu lassen, dich vom Leben tragen zu lassen. Okay, das Leben hat dich schon sicher erschaffen. Die Quelle des Lebens hat dich schon vollständig erschaffen. Du musst also keinen Versuch mehr unternehmen, dein Leben zu sichern. Du musst keinen Versuch mehr unternehmen, dein neues Selbst mit dem alten Denksystem abzugleichen. Okay, alles, wofür du deine Entscheidung getroffen hast, ist dein Gewahrsein über dich selbst und über jeden ändern zu lassen. Und zu danken, genau, dass schon alles da ist. Danke, Vater. Danke, Gott. Danke. Danke, dass nichts fehlt. Danke, dass niemals irgendetwas fehlen kann. Okay, du wirst der Empfänger davon. Du wirst der Empfänger und der Geber. Du bist der Kanal der Wahrheit. Okay, wer sonst, ja? Beziehungsweise, wieso nicht du? Wieso nicht du? Wie könnte es sein, dass du davon ausgeschlossen bist? Wie könnte es sein, dass es einen Kurs darüber gibt, der dich daran erinnert, dass du Wahrheit bist, dass du Leben bist, dass du der Weg bist, dass du Licht bist, dass du Liebe bist? Du aber davon ausgeschlossen bist. Das würde keinen Sinn ergeben, oder? Dieser Kurs wäre komplett, den könnten wir komplett rauswerfen, wenn es so wäre. Okay, also ein Treffen in einer gegenwärtigen Erlaubnis, uns einfach zu lieben. Einfach zu sagen, ich liebe dich. Weißt du was? Das, wovor ich am meisten Angst hatte, war diese Idee. Oh mein Gott, was wäre, wenn ich wirklich jeden lieben würde? Das geht nun wirklich nicht. Ja. Was fange ich mit der Lehre an, die dann kommt? Ich liebe dich. Danke. Ich liebe dich als mein Selbst. Ich liebe dich als die eine Identität, die wir miteinander teilen. Und ich liebe dich als das, was uns geschenkt wurde. Ich liebe dich als das, was uns als unser wahres Selbst geschenkt wurde. Wie auch immer du für dich deinen Traum hier reflektierst, wie auch immer du deinen Heimweg reflektierst. Okay, lass es vollkommene Liebe sein. Lass es vollständige Liebe sein. Okay, nicht möglich. Wirklich? Ist es möglich, dass so etwas in deinen Traum kommt, wenn Liebe nicht möglich ist? Ah, danke, Regina. Ich liebe dich wie im Himmel, so auf Erden. Danke. Also, liebe Freunde, liebe Geliebte, liebe Geliebten und liebe Liebenden. Okay, lasst das eure Welt überrumpeln. Lasst das eure Wahrnehmung der Welt überrumpeln. Was sonst hast du vor? Welchen anderen Plan hast du? Außerdem, welcher andere Plan könnte Gottes Plan sein? Gottes Plan ist simpel. Überrumpel deine alte Wahrnehmung einfach mit Gott. Die Werkzeuge dazu, wenn es irgendwo zwickt oder hakt, hast du. Aber bleib nicht bei diesen Werkzeugen. Sie sind wirklich nur dazu da, um die Blockade aufzuheben und weiter in das Gewahrsein deines wahren Selbstes zu gehen. Okay, dazu dient dieser Tag. Dazu dient dieser Tag. Ja, jetzt wissen wir, wozu dieser Tag dient.
Okay, ihr Lieben, ich danke euch herzlich. Ich danke euch herzlich und lade euch herzlich ein zu einem Event in Berlin Mitte Januar. Beziehung als ein Schlüssel für ein neues Selbstliebesbewusstsein. Ja, das ist das, was wir miteinander teilen. Wir verwenden unsere Beziehung, die wir miteinander haben, unsere wahre Beziehung, um in ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Selbstgewahrsein zu kommen und dieses Gewahrsein auszudehnen, weil es das Einzige ist, was wir hier zu tun haben und weil es das Einzige ist, was uns froh macht. Weil es das Einzige ist, was wir uns endlich erlauben wollen, weil nichts anderes da ist. Okay, ich danke euch. Danke für euren frei wählbaren Teilnahmebeitrag oder Wertschätzung dieser Arbeit. Die Details findet ihr unter diesem Link, andreasbrühl.com, wertvoll. Und falls sich jemand noch nicht angemeldet hat, das Wunder von Bad Meinberg, 1. bis 5. Juni 2000, oh, falsches Jahr, 2017 ist es. Okay. Wir sehen uns in einem Augenblick. Wir sehen uns in einem Augenblick von Erinnerung und Licht und von Gott. Okay, weil nichts anderes möglich ist. Okay. Christiane, Ingeborg, Stefanie, danke euch. Santo, liebe Grüße an deine Familie. Hannelore, danke für dich. Ulla, danke. Danke für die Begleitung und die Companionship. Die Wegbegleitung. Danke, Regina. Danke, Elke. Toll, euch zu sehen. Danke, Peter, Antonia, Gabriela, Susanne. Es ist immer eine Freude, euch zu erblicken. Es ist immer eine Freude, mit euch in diesen Augenblick zu kommen. Bärbel, danke für dein Herz. Thorsten, danke für deine Entschlossenheit und dein Licht. Sonja, willkommen und danke. Pia, danke. Elke und Angelika, ich freue mich über unsere gemeinsame Reise in eine gegenwärtige Erinnerung. Wir sehen uns heute Abend um 8 oder morgen um 9. Aber egal wo und wann wir uns sehen, wir sehen uns in diesem Augenblick in Gott. Wow, was für eine Idee und was für eine Aussicht. Habt einen wundervollen Tag. Und ich liebe euch. Gott segne uns alle. Bis gleich.